Hallo Elian. Hallo Irina, warte mal, ich mache meine Kamera an. Ah, schön Ah, dich zu hallo. sehen. Super. Gleichfalls. Wie geht's? Du bist in Köln, ne? Nein, ich bin in Oder? Witten. Ah ja. Mal gucken, ob ich. Warte mal, also ich. Ah. Okay. Ja, okay. Da gibt es sicher keine Bergen, also. Oh, okay. Ja. Ja. Ja, da gibt es einige Leute, die spazieren. Ah, Kennst ja. du diesen Film von Kusakowski, wo ein Film aus seinem Fenster gemacht hat? Ja, den kenne ich, ja. Der Ja, heißt T-Shirt. genau. Ja. Aber. Deine Heimat ist Sofia. Und du fühlst dich in Sofia zu Hause. Ah, das ist eine super Frage. Ja, mittlerweile fühle ich mich eigentlich an vielen Orten zu Hause, solange ich mit meiner Familie bin. Das ist jetzt meine Lieblingsantwort. Aber die Antwort wechselt sehr oft. Denn es gibt Zeiten, wo ich mich überall nicht zu Hause fühle. Aber ja, ich denke, unabhängig von der Familie, ja, sehr, sehr interessant. Also ich spüre sehr starke Wurzeln in Bulgarien, denn und ich habe viele Erinnerungen von meiner Kindheit. Aber es gibt gewisse Sachen, die mich zu Hause fühlen lassen dort. Und ich merke es jetzt zum Beispiel, denn meine Partnerin, sie kommt aus Taiwan ursprünglich und auch unsere Tochter, man merkt, dass ich irgendwie asiatische Einflüsse gibt. Und ich merke einfach, dass die bulgarische Gesellschaft nicht so tolerant ist für solche Sachen. Und wenn solche Sachen passieren oder irgendjemand was kommentiert, dann fühle ich mich überhaupt nicht zu Hause. Dann denke ich, ich habe nichts mit diesem Land zu tun. Aber ja, gleichzeitig zieht mich irgendwas dorthin. Welche Funktion hast du als Filmemacher, wenn du versuchst, das Wahre oder diesen Alltag oder das Menschliche festzuhalten? Was bezweckst du damit? Ja, ich denke, es ist immer, ich denke, als Filmemacher oder Künstler hat man sehr viele Krisen oder man zweifelt an dem, was man macht. Und es ist eine Frage, die ich mir auch sehr oft stelle, was der Sinn eigentlich von der ganzen Sache. Und es ist irgendwo sehr, sehr eigentlich absurd, dass wir als Menschen unser Leben filmen und dann ins Kino gehen und das selbst anschauen. Aber ich denke, ich sehe ein bisschen Kunst ein bisschen wie Wissenschaft, dass man einfach versucht, irgendetwas über das Leben oder über unser Dasein genauer zu verstehen oder genauer anschaulich zu veranschaulichen. Und ich denke, die Wissenschaft macht das auf eine sehr rationale Weise und sie versucht, irgendwelche Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten zwischen Erscheinungen in der Welt zu machen. Während die Kunst das auf eine viel emotionaleren Weise macht. Und ich schätze mal, ich bin daran interessiert, gewisse Gefühle und Emotionen, die ich im Alltag irgendwie erlebt habe, die ich als sehr wertvoll und menschlich ansehe, irgendwie festzuhalten und mit anderen Leuten zu teilen, wenn es irgendwo Sinn macht. Ja, und ich hoffe irgendwo, dass andere Leute irgendwas Ähnliches empfinden, was ihnen hilft, vielleicht das Leben besser zu verstehen. Aber es ist sehr, sehr abstrakt und manchmal denkt man, ich weiß nicht, ob es irgendwas ist, was man sich einbildet, dass das funktionieren kann. Aber von der anderen Seite habe ich sehr große Hoffnung, dass es irgendwo Sinn macht und ich fühle mich sehr bereichert, wenn ich mir Sachen von anderen Filmemachern anschaue. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen was Ähnliches hier und da schaffen könnte. Ja, ich glaube, das ist ein sehr großer Beitrag, vor allem, dass die Leute,
was die Leute zusammenbringen, dieses Verständnis, zum Beispiel über einen Beruf, Verständnis über ein anderes Leben, was man selber nie erleben wird, aber durch einen Film erfahren kann. Das ist eine unglaubliche Bereicherung, die du als Filmemacher, weil du diese Sprache beherrschst, einfach weitergeben kannst. Oder weitergeben musst, weil du so einen Drang in dir hast. Dann sagst du, ich muss meinen Weg gehen, ja? Ja, eigentlich. Ja. Ich kann nichts anderes Ja. mittlerweile. Тя станцията не работи, а 30 минути не мога да се свържа, никой не дига телефоните. 30 минути. И да, 30 минути точно съм ги засякал и го има и на запис. Ами пиши 25 на место, никой не отваря на адреса, помолих по станция да някой да им позвани да отворят. Никой нито ми отговори, нито нищо. Ай, стигнете се малко горе и да си дигат телефоните в станцията, така или иначе е блокирал. Каква диагноза, като никой не ни отваря вратата на апартамента? Каква диагноза? Един момент. Диктувайте. Mein Wunsch war sozusagen, der visuelle Ansatz vom Film war so, dass ich irgendwie den ganzen Alltag, ihr ganzes Leben, im ganzen Kontakt mit diesem System und auch mit dem Patienten nur durch ihre Gesichter zu reflektieren. Das war sehr früh irgendwie mein Wunsch, den Film so zu strukturieren. Und das hatte zwei Gründe. Von einer Seite dachte ich, dass wenn man irgendwie die Würde der Patienten nicht wirklich antasten sollte in diesen Situationen. Auch wenn es Fälle gegeben hat, wo Leute eigentlich gefilmt werden wollten, aber ich dachte, trotzdem sollte man das respektieren, dass sie sehr, sehr zerbrechlich und wie sagt man, verwundbar sind in diesen Momenten. Gleichzeitig dachte ich, dass man nur durch die Gesichter von den Medizinern und wenn man Sachen, die irgendwie extrem sind, wenn man die rausschneidet, dass man dann diesen Alltag auf einer anderen Weise irgendwie wahrnimmt. Und man hat innere Konflikte, dass man Leute exploitiert, sagt man auch Deutsch auch, ne? Exploitiert. Und das ist eine sehr, sehr sensitive, wie sagt man denn sensitive, eine sehr sensible Grenze, wie weit man eigentlich gehen soll. Denn eigentlich, wenn man zum Beispiel mit Leuten von Fernsehen manchmal, nicht immer, redet oder sowas, oder die Leute, die das Geld geben, die sagen jemand, wir brauchen mehr Drama, wir brauchen mehr Leiden, wir brauchen mehr, keine Ahnung, was extreme Sachen. Aber auch wenn man als Dokumentarfilme mache und je mehr man Erfahrung hat, desto mehr kann man solche Sachen wirklich aufnehmen.
Aber ich frage mich, ob man da Leuten einfach nicht zu nahe tritt. Und ich denke, man hat einfach die Verantwortung als Filmemacher, dass man dort weiß, wo die Grenzen sind. Und es ist wirklich eine sehr, sehr heikle Sache. Aber ich denke, letztendlich das Wichtige ist das reelle Leben dieser Protagonisten, die man filmt. Und nicht der Film. Also ich weiß von Leuten, die umgekehrt auch denken, aber ich denke, der Film dürfte nicht wichtiger sein als das Leben der Protagonisten. Deswegen vielleicht ist eine der Sachen, wo ich am nervösesten bin eigentlich im ganzen Prozess, wie die Leute eigentlich auf den fertigen Film reagieren. Denn wenn sie sich schrecklich fühlen und wenn sie sich ausgebeutet fühlen und wenn man denkt, dass man sie ausgenutzt hat und was von ihnen geklaut hat einfach, um seine Kunst zu machen, ich denke, das wäre wirklich schrecklich. Ich bin ziemlich glücklich, dass bislang in meiner Dokumentarfilmarbeit immer die Resultate in diese Richtung sehr positiv an. Ja. Ja, ich denke irgendwo auch in meiner Arbeit, ich versuche immer in jeder Situation irgendwas Positives zu finden. Sonst deprimiert mich das einfach. Und sonst gibt mir das, ich weiß nicht, insgesamt genieße ich einfach mein Leben, auch wenn es nicht jeder Tag einfach ist oder sowas und jeder hat irgendwelche Schicksalsschläge. Und allein wenn man sich die ganzen Nachrichten und alles anschaut, es gibt so viele Tragödien und ich versuche in meiner Arbeit den Schwerpunkt davon ein bisschen abzulenken. Nicht so zu tun, als ob das nicht existiert, aber ich finde es wichtig, auch die andere Seite irgendwie zu zeigen. Ja. Ich weiß nicht, ja. Zum Beispiel es war für mich sehr, sehr wichtig bei den Ambulanzfilmen auch. Natürlich ist es eine Situation, die sehr hart ist, aber irgendwas im Leben, im Charakter dieser Menschen hat mich einfach sehr inspiriert. Und ich hoffe, dass ein bisschen davon auch im Film drin ist. Und ja, für mich drückt der Film irgendwas als Ganzes Positives aus. Muss ich zugeben. Das nimmt, ich weiß, dass andere Leute sehr deprimiert sind vom Film. Aber natürlich, die Setting, der Kontext ist alles andere als positiv, aber was diese Leute dort machen und wie sie sind, ich denke, davon kann man lernen, das gibt einem Kraft einfach. Und ich versuche einfach diese Momente und diese Energie irgendwo auch zu fangen. Ja. Es gibt sehr, sehr schöne Dokumentarfilme, einige meiner Lieblings. Es gab diesen halbstündigen Dokumentarfilm, den ich irgendwie vor 7, 8 Jahren gesehen habe, über eine obdachlose russische Familie. Und für mich war das einer der absolut schönsten Filme, die ich überhaupt je gesehen habe. Aber dieser Film irgendwie ist nur in ein, zwei Festivals gelaufen und wurde vergessen, wie du meintest. Und ja, es ist sehr relativ. Ich denke, es sind sehr schöne Sachen, werden nicht genug gesehen, wie sie verdienen. Aber ja, was können wir machen? Von daher bin ich schon super happy, dass ich überhaupt das machen kann, was ich mag. Aber ich versuche bewusst irgendwie eine Haltung zu haben, wo ich versuche, alles von mir zu geben für die Arbeit, aber ich versuche bewusst so wenig zu erwarten wie möglich. Ja.